Hallo und willkommen zurück zu Dark Souls Prepare to Die Edition. Immer noch mit Jing, genau mit. Genau mit dem. Genau! Entschuldigung! Weil. Hat's einfach. Ich wäre doch fast verreckt. Ja, sorry, ich wäre gerade fast verreckt. Ach, fast verreckt. Ich bin verreckt. Mal wieder Seelen verloren, ey. Das kotzt mich voll an. Nur weil ich da auch die einen nicht töten konnte und hier vorbeirushen wollte, und das ist eine Scheiße, ey. Jetzt muss ich mir diese 900 Seelen ja auch zurückholen, weil da ist ja auch Menschlichkeit mit bei. Eins. Immerhin. Ach, das ist alles so nervtötend. Die sind da oben! Finde ich schön. 4000 Seelen, aber hey, scheiß drauf. Scheiß drauf! Nein. Oh, shit. Alter, das gibt's doch nicht. Ja. Wenn du mal manchmal meine Tode sehen würdest, die sind so peinlich und dämlich einfach nur, ne? Na, zum Glück sind meine immer nur richtig was, richtig geskillt. Oh, come on, das ist einfach nur lächerlich, wie ich sterbe. Alter, genau, an der Wand, na klar, mein Schwert bleibt an der Wand hängen, seins natürlich nicht. Er hat es nämlich imprägniert. Kann von der Wand abprallen. Ah, geil. Imprägniert. Alter, warum stirbst du denn nicht? Oh. Ich glaube, weil er dich vielleicht viel zu lieb hat. Das ist mir scheißegal. Ich habe schon wieder nur zwei Flakons. Wie soll ich denn das so schaffen, ey? Das geht doch gar nicht. Das ist unmöglich. Ja, und das Schild machen wir nicht hoch, weil Schild hoch ist scheiße. Gibt Bizeps, ist blöd. Da wollte ich nicht hin. Egal. So. Zack, dann haben wir den auch noch kaputt. Ja, komm jetzt hier hin. Ja, hast dich toll gedreht. Ich bin stolz auf dich. So. Er ist total überrascht. Also warum kann er sich so schnell wieder befreien? Das ist voll kacke. Oh Gott. Hast du diesen einen Sprung darunter? Keine Ahnung wo. Aber der ist richtig scheiße. Da muss ich dir einfach mal recht geben. So, ich mach das jetzt anders hier. Oh, ja. Jetzt packt er seine richtigen Pro-Skills aus. Jetzt kommt. Okay. Warte, ich komme ein bisschen näher, ja? Macht euch mal keinen Stress jetzt. Ja, muss ein bisschen näher kommen. Ich kann die Feuerkugel nicht so weit werfen. Ja, der Schmongel. Er kann nicht weit, ja, aber immerhin etwas kann er. Ja, gut, dann. Also, so, dann bist du tot. Oh, ist gut. Okay, euch tangiert das da überhaupt nicht, finde ich auch gut. Gern auf Kuschelkurs. So, okay. Habe ich dich ja auch schon gesehen? Ich weiß es nicht mehr. Nee, da ist die Falle, genau. So. Das bald! Hier geht's runter, aber wo sind diese verkackten Mongos, ey? Ja, im Grunde bleibt mir nur eins übrig. Ich muss runterrennen, ich muss die jetzt suchen. Ich muss wissen, wo die sind. Und ich muss sie dann schnell zur Strecke bringen. Da sind sie nicht, da sind sie nicht. Aha, hier geht's noch weiter runter. Alles klar, dann werden sie wohl hier sein. Ein Seelen? Da! Nein, nein, tu es nicht. Okay, waren hier unten jetzt zwei oder nicht? Aua. Okay, ich habe auf jeden Fall das dritte Ding gefunden. Sehr gut. Aua. Okay, ich werde sterben. Aha, ich habe da auch gar keine Flakons mehr. Ah, doof. Okay, mal gucken, ob das reicht. Reicht dann.
Bobos. Alles, der mir nicht hat. Nein, da kommt noch einer. Ich hasse sie alle. Ich auch. Ich schließe mich an. Digga, ich habe zumindest einen Nekromant getötet. Ich weiß nicht, ob da noch ein zweiter ist, aber der eine ist tot. Meistens in einem Gebiet eigentlich nur einer. Ja, ja, meistens. Und dann sind es doch fünf. Kennen wir doch die Geschichte. So, okay, dann machen wir das Ganze nochmal. Macht ja so viel Spaß, gegen die zu kämpfen. Aber da muss ich echt sagen, ich finde es ein bisschen komisch, dass die also vergleichsweise stark sind mit anderen Gegnern, aber so wenig droppen an Seelen. Das finde ich echt nicht cool. So rein menschlich gesehen auch. Menschlich gesehen in einem Dark Souls Spiel. Das ist total geil, die Aussagen manchmal, ne? So, warte. Nein, ey, was tust du? Alter, seid ihr dumm? Könnt ihr einfach ausweichen? Ah, hier bist du Hubschrauber. Ja, bist auch ein Hubschrauber, toll. Na, jetzt aber tot. Okay, wenn der Pyromant tot ist, heißt das, ich kann die Skelette jetzt eigentlich ganz easy peasy besiegen. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Ja, muss ich ja nur bis dahin kommen. Ja, soll ich das machen, Alter? So, okay. Schaff. Hä? Alter, schon wieder, es hat nicht funktioniert, dieser Backstep ist kacke. Ich hab eine grüne Scherbe. Cool. Also könnte ich jetzt ein göttliches Schwert machen. Ist tot. Mann, es hat schon wieder nicht geklappt, so eine Kacke hier. Muss ich da. Ach, ich glaube, ich weiß, was mein Fehler ist. Ah. Wenn die Folge schon lang genug wäre, dann würde ich sagen, lerne ich noch was dazu. Das erfahren wir in der nächsten Folge, aber leider ist sie noch nicht lang genug. Ich glaube, ich mache immer den Fehler, dass ich das Schild noch halte. Ich glaube, das ist mein fataler Fehler. Was jetzt genau? Wenn ich backstabben will, ich halte ja meistens das Schild beim Umrunden. Und das ist der Fehler. Also ich hatte Schild halt hoch. Davon aber glaube ich beim Backstabben nicht machen. Mache ich glaube ich meistens nie. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich habe es bisher immer gemacht. Und jetzt, wenn ich es nicht mache, dann klappt der Backstab auch. Ja, liegt auf jeden Fall daran, dass ich das Schild hoch hatte. Okay, dann weiß ich das ja auch schon mal. Lernkurve ist auf jeden Fall da. So, nach 20 Stunden, da muss ich sagen, kann man das durchaus auch mal natürlich herausfinden, sowas. Überlegen, ob ich mir das Feuer-Uchi-Katana machen soll. Ja, für die Grillparty ist es geil, ne? Ist einfach. Scheiß drauf. So, gut, dann hole ich mal wieder meine Skills raus hier. Passt mal auf, das möchte ich voll in den Arsch. Aber, jetzt, kein Stress, ich muss ein bisschen näher rankommen, ne? Wisst ihr Bescheid. Ja, ihr am besten nicht näher rankommen, weil das ist doof. Also nicht du warte, sondern der Schmied. Nein, hallo. Das bleibt doch mal geschmeidig, was ist denn los mit euch? Okay, das hat irgendwie nicht funktioniert. Also nicht gar nicht. Gut, aber ich habe jetzt auch noch herausgefunden, dass ich während des Wirkens von Pyromantie laufen kann. Also bald bin ich unaufhaltbar. Ich sag ja, du holst ja deine Pro-Skills jetzt raus. So, da ist natürlich die Falle, habe ich mir gemerkt. Aber jetzt geht's runter. Jetzt müsste ich die eigentlich töten können, ohne dass sie wiederkommen. Mal gucken. Ich bin jetzt mal sehr gespannt. Du bist tot. Wenn du den Pyromanten oder den Nekromanten da gekillt hast, kannst du den, wie heißt das? Den,
Kannst du die Skelette ohne Probleme killen? Ja, ja, aber ich muss, man muss ja erstmal gucken, ob sie nicht doch zwei Pyromanten oder so gibt. Ach, guck mal, der hat die Statue aber ganz doll lieb. Ja, hättest du aber gerne, ja, hast mich nicht getroffen. Ich habe so eine krassen Pro-Skills, dass ich hier perfekt stehe. Nein. Doch, habe ich. Hab nicht nein. Okay, warte mal, jetzt kommen, glaube ich, ganz viele Skelette, ne? Oh, das war doof. Aber kein Problem. Aua! Ich sagte, kein Problem. So, wenn man das nicht gut... Ne, das finde ich nicht so gut. Ehrlich gesagt... Oh Gott. Hm. Na gut, ihr seid erstmal da unten, ist auch okay. Okay, hier war... Ne, war er hier? Ne, hier... Oh, komm, neue Skelette, scheiße, das war doof. Mein Gott, ey, was soll denn dem? Stirb. So, ja, komm, Skelett, ich weiß ja, dass du dich da zusammengebaut hast. Wie so ein Lego-Männchen. Oh, oh. So, komm, 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 komm. Weißt du, bist du gestorben? Nein, noch nicht. Ah, schade. Weil das hätte bedeutet, ich hätte dich jetzt gerade gesehen. Aber habe ich anscheinend nicht. Ich bin ja nicht mal menschlich. Ach nee, Quatsch, dafür brauchst du ja nicht mal menschlich sein. Nee, zum Sterben, da kannst du, brauchst du kein Mensch sein. Das geht auch so. Alter, hier diese Stacheln hier. Erstmal für mich eingesetzt. Pro Skills. Naja. Hat er mich auch noch getroffen, dein Ernst? Ist ja unfair. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt habe ich nicht mehr so viel Leben. Okay, ich habe den nächsten Boss-Area erreicht. Da will ich aber noch nicht hin. Ja, das Problem ist, die springen hier an, einfach alle. Danke. Danke, dass du einfach weiter auf ihn geguckt hast, obwohl ich das gar nicht mehr wollte. Das fand ich sehr nett, Spiel. Ach, so ein Käse, ey. Zwar hatte ich immer noch einen Fokus auf den Gegner, obwohl ich eigentlich die Taste gedrückt hatte, dass das nicht mehr so ist. Und bin jetzt schön da runtergesegelt. Schön die Wendeltreppe runtergelaufen. Ja, die Menschlichkeit, die ich da sowieso hatte, ist weg. Ich hatte noch eine Menschlichkeit, aber ich glaube, die ist jetzt auch weg. Weil ich glaube, die kriege ich gar nicht mehr zurück. Na, warte. So. Hey, kommst du mal runter da? So. Es ist ja kacke, ich krieg viel zu viel Schaden auf dem Weg dahin. Genau, wenn sie auf dem Boden sind, muss man nochmal treten. Hast du sehr gut erkannt. Erinnerst du dich an die guten alten schwarzen Ritter? Nee, ich weiß nicht, was daran gut sein soll. Einer an die schwarzen Ritter? Ich habe schon mal einen schwarzen Ritter gesehen, aber was an denen gut sein soll, weiß ich nicht. Ach, Mann. Der hat auch Schaden gekriegt. Warum kann er mich denn da treffen? Das ist ja unfair. Zur Hälfte besiegt. Finde ich geil. So, auch tot. Botched! Das hat... Was? Du, komm her. Oh, Mann, ey. Fell nochmal tot. Mann, jetzt hör doch mal auf, dich mitzudrehen, du Sackgesicht, ey. So, geht doch. Oh, egal, ich glaube, ich lasse das mal für heute.
Nein, ich muss auf jeden Fall noch meine Seelen wiederkriegen, sonst geht gar nichts hier. Und eigentlich wäre es cool, wenigstens auch bis zu der Boss-Area zu kommen. Aber ich vermute, müsstest du an der einen Stelle, wo die Wendeltreppe ist, müsstest du runterspringen. Aber jetzt nicht direkt in die Mitte runterspringen, sondern du hast da eine kleine, du siehst so eine kleine Felsausbeulung so ungefähr. Und genau an der Stelle etwas weiter darunter ist nämlich eine kleine Plattform. Und die perfekt zu treffen. Ich glaube, diese Felsausbeulung ist kacke. Dieses Ding, ne, das kenne ich schon. Da bin ich, glaube ich, drauf gelandet und gestorben. Du musst das echt perfekt treffen. Ja gut, ich hatte noch nicht mal die Absicht, darauf zu landen, aber es ist einfach passiert. Pro-Skills halt, weißt du? Ist das so? Hä? Wo ist er denn hin? Achso. Ich habe ihn gebackstabbt. Aha. So, ihr meine Freunde wisst ja Bescheid, was jetzt kommt. Okay, das war zu kurz. Ja. Und da. Und da. Ja gut, komm, den letzten Hieb gebe ich dir mal so. So, da haben wir wieder die Falle. Hier ist die Wendeltreppe. Ich will doch nur meine Seelen wieder haben. Mehr will ich nicht. Alter. Schild hoch, Mann, wenn ich Schild hoch drücke. Okay. Ja, nee, hier kam ja nichts raus, genau. Aber das heißt doch aber, ich kann die theoretisch ignorieren, oder? Welche? Warte mal, ich gehe einfach hier. Welche willst du denn? Nein, ich muss die Wendeltreppe ja eh runter. Es gibt an der Stelle zwei Wege. Ja, ich muss ja erstmal normal den... Ach, kacke, warte mal, ich muss ja nochmal hoch. Ach, fuck, ich muss doch das dritte Ding da noch aufmachen. Ach so, ein Käse haben wir auch. So, das heißt, erstmal muss ich natürlich die ganzen Skelette besiegen. Und dann gehe ich die Steintreppe weiter runter, dann ist ja noch so eine Öffnung da. Und da gehe ich dann auch noch durch. Und guck, was da so ist. So, du bist tot. Komm mal her, komm mal her, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Sehr gut. Fein, wie du das machst. Ah, schade. Komm her. So. Sind meine Seelen eigentlich gerade wieder gut? Wahrscheinlich. Ah, sieht so aus, okay. Gut. Ein Skelett, glaube ich, noch, ne? Ja. So, ne, hä? Moment, wo waren das jetzt eigentlich? Achso, es war unten. Ja, richtig. Ah, noch eins runter. Und die dann quasi bis zum Ende oder was, theoretisch? Oh, da ist noch ein Item. So, warte mal jetzt. Hier hin? Ne? Hä, wo soll denn das sein? Ich sehe das gar nicht. Da, wo das Item ist. Ich glaube, sein Mikro spackt ein bisschen rum und er sagt einfach nichts. Genau so. Wie soll das funktionieren? Nee, das schaffe ich nicht. Krieg ich ja niemals, niemals runter. Hm. Blöd. Warum antwortet der mir denn nicht? Was? Wobei? Wie? Warum? Ich hab dich gerade gefragt, wo das ist bei der Wendeltreppe.
wie gesagt, wenn du runtergehst, hast du eine. Da musst du halt, wie gesagt, perfekt da runterspringen. Du musst zweimal an zwei Stellen runterspringen. Da eine, die erste Stelle ist rechts, an der einen Stelle da perfekt runterzuspringen. Da kannst du die Seele holen, die da unten ist, wenn du die noch nicht hast. Beziehungsweise da ist eine grüne Scherbe. Kann man da, kann man da runterrollen? Ja, aber das musst du wirklich ganz gut timen, dass du da wirklich perfekt runterrollen kannst. Am besten ist es so seitlich von dieser Ausbeulung runterzurollen, damit du auf diese Plattform draufkommst. Also quasi man, es ist echt, warte mal, man läuft einfach bis zum Ende und, ja, aber guck mal, wenn ich jetzt bis zum Ende renne, ja, und dann springe, das ist ja auch nicht richtig wahrscheinlich, ne? Nein, definitiv nicht. Ich weiß. Persönlich ist immer noch die beste Möglichkeit, da wirklich perfekt runterzukommen. Alter, was macht der denn mit seinem Fuß? Das sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Ja, also ja, aber wie? Aber rollen? Nee, springen. Rollen. Einfach nur rollen. Ja, aber wohin rollen? Einfach geradeaus gegen diese. Also die ist ja leicht rund, die Wand, und dann kommt ja so eine Ausbeule, so eine Beule. Und in die Richtung rollen, oder was? Ja, ja, genau, richtig. Nur halt ein bisschen seitlich davon in die Richtung. Das heißt, weil wenn du da wirklich direkt auf die Beulung, wenn du wirklich direkt in die Richtung der Beulung springst, prallst du davon ab und fliegst runter. Okay, also neben die Beule quasi. Mit Anlauf? Nee, ohne Anlauf, ne? Einfach nur rollen. Einfach nur rollen, das reicht, wenn du rollst. Okay, das wird. Also. Ich werde jetzt wahrscheinlich hart fällen. Ja. Schmongo, der Mongo, der ist einfach nicht gerollt. Okay, ist aber kein Problem. Ist jetzt nicht ausgelöst, oder was? Nee, ja, er hat keinen Bock gehabt zu rollen. Oh, wenn man diese ganzen nervigen Kackskelette nicht immer besiegen müsste, ey, dann wäre das nicht so nervig. Egal, jetzt habe ich aber diese Tür auf. Das heißt, jetzt kann ich ein paar Skelette, glaube ich, umgehen. Zumindest die auf der Plattform. Und in dieser einen Kammer da. Na, schon ganz gut. Ah, ja, manchmal ist das blöd, wenn er nicht rollt. Okay, dann, da kann man sich dann erstmal eine Scherbe holen und dann geht's einfach da drunter die Plattform eine wahrscheinlich, Stufe, ne? Ja, ja, da kannst du da drunter, ist ja noch eine Plattform so ungefähr. Mhm. Und genau an der Stelle kannst du dann so gesehen dann runtergehen und genau dann kommt eine Zwischensequenz, weil du dann zu dem nächsten Schmied kommst. Aha. Okay. Zu unten ist ein Schmied. Und dann ist da nächste Area, wo ein Boss wartet. Danach macht er dir erstmal einen Weg offen und dann hast du einen riesen Bereich, wo du erstmal andere Viecher besiegen musst. Achso. Und wenn du rechts davon gehst, dann kommst du zu der Boss-Area. Achso, na natürlich. Moment, was war hier? Achso, ist der Blutfleck. Die Frage ist jetzt, warum ist man jetzt nochmal hier? Ach, hier war die, hier ist die nächste Glocke, ne? Glaube ich. Oder? Kann gut sein. War die hier? Ich mach's mir einfach. Wie, das weiß ich nicht aus dem Kopf, ob hier die nächste Glocke ist in dem Gebiet. Bin ich aber schon ein bisschen enttäuscht. Ja. Kommt der nicht? Ich glaub, doch, der kommt, alles klar. Er kommt. Und ist tot. So, einfach mal rennen, 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 rennen. Ja, und einfach daneben schlagen. So machen wir das gerne. So läuft der Hase rund. Achso, schon tot. Okay. Alter. So. Ein Flakon und zwei Flakonen. Und ich habe nur noch einen Flakon, das ist natürlich doof jetzt. Aber ich werde ihn ja nicht mehr brauchen.
Ja. Na, ja. Schadenstart. Entschuldigung. Aber da unten ist auf jeden Fall einer der vier Storybosse. So, naja, ich bin ja gleich erstmal wieder da. Und dann werde ich wieder scheitern. Ja gut, du, Sack, kommst natürlich automatisch hoch, weil findest du geil. Hier war keiner. Genau, warte mal, die kann ich umgehen. Da kann ich einfach hier lang, da lang. Und ich nämlich hier. Jetzt kommt der Dude. Aber der Dude ist mir egal, weil ich einfach gegen die Wand schlage. Und irgendwie gefällt mir das gerade nicht, wie ich hier stehe. Genau, du kannst ja gerne runterspringen. Oh, ich glaube, bei dem Boss wirst du sehr viel ragen. Naja, ich glaube, nach dem Wolf, ey, da... Ah, hier gibt's nichts mehr, was krasser sein kann. Ja, weil der Grablord sich multiplizieren kann. Ja, geschafft, nice. Ich bin ein toller Hecht. So, und hier einfach runterlaufen, sagst du? Okay, habe ich auch geschafft. Gut, jetzt stehe ich hier so, habe eine grüne Scherbe und jetzt muss ich was... Und da kannst du nochmal runterrollen und da kannst du... Moment, du sagst, da kann ich runterrollen, aber ich sehe nicht, wo ich hinrollen kann. Ich sehe gar nichts unter mir. Also sicher, du kannst da runterrollen. Kann ich auf das Skelett, da ist ein Skelett, was läuft, kann ich da einfach einen Angriff drauf machen? Weiß ich gar nicht. Probier's einfach aus. Nee, kann ich nicht. Oh Gott, da bin ich aber fast ins Löschle gefallen. Aber dank meiner Pro-Skills natürlich nicht. Wo ist ein Skelett jetzt? Ah ja, okay, ist es weg. Da wartet doch bestimmt direkt ein Feind auf mich, oder? Wenn ich da jetzt runtergehe. Einfach, geh einfach runter. Ich krieg bestimmt noch Fallschaden. Ah, ich bin tot. Kranker Dude. Ja, Skelett, ich weiß, dass du hier bist. Wenn ich jetzt mit dem rede, tötet er mich auch nicht. Und wenn ich ihn töte, redet er mit mir wahrscheinlich nicht mehr. Naja. Ausrüstung. Moment. Oh, ich kann... Ah, Ne, Moment, hä? So. Ja, das ist natürlich jetzt eine gute Frage. Bist du jetzt in diesem großen Untergrundbereich da ja, drin? Ja, ja, ich bin bei dem Schmied jetzt. Nee, ich bin bei dem Schmied, weil ich dachte, ach, umwandeln, aber er kann anscheinend nur Feuer-Uchigatana machen. Weil ich dachte, ich level das Uchigatana jetzt einfach bis Stufe 15 auf. Aber es geht hier nicht. Muss von Grund auf dann die, also das plus 5 wird dann umgewandelt in plus 0 und du hast dann dein Feuer-Uchigatana. Oder je nachdem, in was du es umwandeln willst. Achso, das kann man dann wieder sozusagen auf plus 5 und. Genau. Und dafür brauche ich dann aber wahrscheinlich immer grüne Scherben jetzt. Oder geht das dann auch mit klein? Nee, dafür brauchst du dann wirklich dann auch die grünen Scherben, um das weiter aufzuwerten. Ich hab's jetzt gemacht, weil ich mir gedacht habe, komm, mach's das mal. Weil normalerweise hätte ich mir jetzt selber gesagt, so, ja, komm, nee, ich mach mal Uchigatana plus 15. Aber ich sag mir einfach, komm, ich will ein bisschen Feuer-Damage haben und so. Von aber daher. Ich meine ja, wenn das jetzt Stufe 1 ist. Und du kannst es ja auch auf. Kann man das dann auch auf Stufe 15 theoretisch bringen? Alle magischen Waffen kannst du nicht mehr auf plus 15 machen. Die gehen, glaube ich, auf, glaube ich, 5 oder 10. Weiß ich nicht. Okay. Irgendwie sowas war das. Naja, gut, aber es macht trotzdem mehr Damage, oder? Ja, das sowieso.
Also ist jetzt nicht nur der Grundschaden von 116 und 116 Feuer, sondern es kommt ja noch dein Geschicklichkeitsschaden dazu. Ich mach das auch. Hört sich gut an. Und wenn das jetzt scheiße war, dann komme ich wieder und töte dich. Nur, dass du schon mal viel Bescheid Spaß. Hast. Ja, viel Spaß. Naja, du lachst, aber ich mach den kaputt. Kleine Scherbe, ey. Ich könnte mir kleine Scherben kaufen. Aber ich brauche gar keine kleinen Scherben, weil er kann mir damit sowieso nichts. Ach, halt die Fresse, ey. So. Jetzt habe ich hier einen Gang. Ach du Scheiße, was ist das denn? Was ist denn das? Was sind das denn für komische Viecher? Ach, das sind Skelette mit Rädern, sind die doof? Und tragen die dann Räder mit sich rum? Ist doch voll unpraktisch. Okay. Ja, ich glaube, ich bin hier jetzt in einem relativ großen Bereich. Wo ganz viele Skelette mit, oh Gott. Oh Gott, ich bin tot. Ich war an einem sehr großen Bereich, wo Skelette mit Rädern rumdrehten. Und jetzt bin ich wieder bei den Katakomben und jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Weil ich muss ja den ganzen Weg wieder zurück, muss da runter und nee, habe ich jetzt keine Lust. Muss ich ja dann eh beim nächsten Mal machen, weil ich will meine Seele und meine Menschlichkeit wieder haben. Ja, war heute auch wieder genug Dark Souls, genug Stunden gespielt. Und wie viel habe ich jetzt gespielt heute? 392 Minuten. Aktuell. Geht doch noch. Gibt Schlimmeres. 6 Stunden, ey. Eieieiei. Also, wenn du diese ganzen vielen Versuche für den Wolfsboss hattest. Ja, und dann heute Mittag auch nochmal, ne? Also bestimmt heute 8 Stunden. Ich habe in den letzten 2 Wochen 10 Stunden gespielt. Und davon bestimmt locker 7 heute. Oder 8. Deswegen reicht's jetzt. Ich muss ja auch erstmal gucken, ich muss ja schneiden und so jetzt, ne? Dauert ja jetzt. Bis nächste Woche. Sind das dann wahrscheinlich, keine Ahnung, dann irgendwas um die 4 Stunden Material dann so ungefähr. Na, ich muss gucken. Weil das Farm will ich ja komplett zusammenschneiden in eine Folge, die jetzt nicht allzu lange gehen wird, also. Und die ganzen Wolfsversuche versuchen irgendwie in eine Folge unterzubringen, mal gucken. Das kann lustig werden, die ganzen Wolfsversuche. Das wird super, wird kein Problem. Das wird easy. Ich werde einfach die Scheiße mal komplett rausschneiden. Und first try dann so. First try. Genau so. Es ärgert mich nur immer noch, dass ich das mit dem Drachen nicht aufgenommen habe. Das fand ich doof. Aber so ist das. Naja. Trotzdem sagen, bis zum nächsten Mal und bis dahin, haut rein.